Also Leute, wir sind ja wieder bei Killahan und es gibt wieder ein neues Ankündigungsvideo zu Sonne und Mond und da schauen wir mal gleich rein. Atemberaubende Entwicklungen. Ach du Scheiße, ich kann überatmen. Okay, also Typ 0. Ja, das wurde ja schon angekündigt, genau. Amigento. Okay, also Amigento auf Deutsch. Fähigkeit Alpha-System. Und es sprengt eben die Fesseln auf, die sein. Ändert beim Tragen von speziellen Items den Typ. Also ist es praktisch gesehen ein nicht legendäres Arceus? Oder was ist es dann? Gute Frage. Multi-Angriff entspricht immer da seinem aktuellen Typ. Okay. Mini-Ras entwickelt sich, das wurde auch schon angekündigt. Und zwar ist es dieser Drache-Kampf, genau. Kugelsicher Lärmschutz. Kann ganz geil sein. Man muss halt immer auf die Werte warten, sonst kann man nicht richtig was sagen. Okay, natürlich Knack, Knack, Knacksel. Und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also in 3D, das sieht in Ordnung aus. Schuppenrasseln exklusive. Oh, Frohball. Oh, das habe ich angekündigt. Dafür brauchen wir nämlich noch eine Entwicklung. Das war klar, da bin ich mal gespannt. Also. Frohball, erinnert mich irgendwie an Kirlia. Flora-Schilddösigkeit, okay, also Standard. Fruial. Fruial. Flora-Schild, Majestät. Majestät ist neu. Ich würde sagen, hast du eine kleine Krone auf dem Kopf? Schwierig zu sagen, was das sein soll. Ob das ein Angreifer, ein Status. Okay, der macht eher. Naja, aber das Design, also da. Ja, okay. Majestät. Knirfisch kann Wasser. Was? Heißt es, dass alle Attacken, die schneller sind, nicht eingesetzt werden? Oder nur Prio-Attacken wahrscheinlich, ja. Und die Entwicklung von dem Ding, das hat man ja auch schon im japanischen Trailer gesehen. Käferfee. Das heißt, es hat Honigmaul-Puderabwehr. Oh, da ist es. Oh, und das haben wir auch schon gesehen. Das finde ich ja richtig geil. Genau, Slimer, das ist so bunt und grün. Alter, Gift ohne Licht. Das heißt, es hat nur eine Bodenschwäche. Und es hat eine Psychoimmunität. Das ist ja mal richtig geil. Das Design ist auch ein Giftgriff-Völlerei. Das heißt, Völlerei mit den Bären und Giftgriff, dass es bei Kontaktattacken treffen kann. Das wird ziemlich brutal. Ah, das könnte wirklich, also bis jetzt vielleicht die beste Verbesserung von einem Pokémon, was in der Alola-Form bekommt. Also das ist wirklich brutal. Gift Unleashed. Hat ja schon Pion Scorer und eigentlich Slimer hat auch jetzt schon ziemlich gute Werte. Also auch ohne eine Wertverbesserung. Das wird, glaube ich, deutlich einen Anstieg im Competitive-Ding sehen. Ah, das ist geil. Beste Alola-Form bisher, finde ich. Ah, die 3D-Sachen habe ich noch gar nicht gesehen. Ah ja, trifft jetzt Effekt. Ey, das ist ja. Und vor allem mit der Fee-Meta ist es auch nicht. Alter, das ist ja so dynamisch, geiler Scheiß. Hä, das ist Knirscher wahrscheinlich. Lerne neue Trainer kennen. Na gut, das ist ja. Myla. Die Inselkönigin von Akada. Ein Captain, der auf Normal-Pokémon spezialisiert ist. Ja, das hat man. Jetzt gucken wir mal kurz bei den Japanern vorbei. Aber ich glaube, da wird es auch nicht viel Neues geben. Der Anime-Trailer. Aber 4 Minuten deutlich länger. Okay, also noch ein paar Ingame-Szenen von diesen Trainern. Dann haben wir hier eben die Typ 0 Entwicklung. Ah, die finde ich auch geil. Ohne Witz. Also, das ist echt nicht schlecht. Weil es hat im Prinzip, wenn man das mal vergleicht, sieht man da noch einen Vergleich. Genau. Also, das sieht ja eigentlich genauso aus wie Typ 0.
Also, wenn man vergleicht, erstmal die beiden Gliedmaßen, hat es genau die gleichen. Dann der Schwanz ist auch der, die Schwanzflosse ist auch das gleiche. So ziemlich exakt das gleiche. Dann die Federn sind mehr oder minder eigentlich auch das gleiche, nur war halt bei Typ 0, war halt die Federn durch diese Fesseln halt noch, waren die halt nicht richtig frei und was, und der Kopf hat man auch nicht richtig gesehen. Und hier ist es halt frei und die Federn sind dann etwas weiter aufgegangen. Aber ansonsten ist es eigentlich genau das gleiche und man sieht halt das Gesicht. Ah, das Design ist auch nicht schlecht, das stimmt. Wie heißt es überhaupt nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Okay, die können wir auch schon. Drache Kampf, das heißt, es hat vierfach Schwäche gegen Fee. Das wird auch in der 9 Meter ziemlich am Arsch gehen. Und die können wir auch schon. Das finde ich ja so geil, Schleimock, wirklich. Alter, das. Was? Was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich die Ankündigung, dass es auch Mega-Entwicklungen geben wird. Denn, ah, die ändern schon ein bisschen den Trailer immer von den. Jetzt gehen wir mal kurz auf PokeWiki. Und schauen mal kurz nach, was macht denn Majestät? Majestät hindert Gegner daran, Attacken mit erhöhter Priorität. Das ist natürlich auch geil für Switch-Ins. Missing No? Achso. Ach, ist das wahrscheinlich auch gar nicht aktualisiert, die Liste, oder? Oder ist die schon? Kommando Dutan, Miniras. Gucken wir mal, ob es aktualisiert ist. Ja, so halb. Nein, nur so richtig. Warte, Typ 0, daran könnten wir es gleich eruieren. Typ 0, Typ 0, Typ 0. 0, hier Typ 0. Silvadi AR-System. Ja, okay, also so richtig aktualisiert wurde es noch nicht. Alles klar, dann wissen wir ja Bescheid. Vielleicht könnten wir uns mal kurz den Anime-Trailer raus angucken, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Das Design von Ash wurde deutlich geändert, das kann man schon mal sagen. Aber ansonsten eigentlich nur halt als Anime-Form die Fähigkeiten, die man schon gesehen hat. Also hier, was weiß ich, mit Tohaido, kann im Wasser. Als Surfer-Animation sieht man jetzt auch richtig die Pokémon. Und ansonsten ist es wahrscheinlich ziemlich viel auditiver Content, den ich aber nicht verstehen kann, weil ich kein Japanisch kann. Okay, dann würde ich sagen, das war doch mal geil. Also Alola Slimog wirklich finde ich von allen bis jetzt am geilsten. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Vielleicht kommt heute sogar noch ein Stream auf Killahan. Also mal vorbeigucken auf Twitch TV / Killahan TV. Und dann irgendwann heute Abend müsst ihr starten. Vielleicht sehen wir uns da. Bis dann. Ciao.